Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wollte die Raumluftqualität nochmal vorstellen und zwar auch in Verbindung mit OSB und möchte auf die rechtlichen und vertraglichen Situationen eingehen, die sich ja seit 2020 doch etwas geändert haben im Bereich der Musterbauverordnung und Landesbauverordnung. Ich gebe ein paar Tipps für die Planungsempfehlung und Best-Practice-Beispiele aus unserem Alltag. Zu meiner Person: Ich bin Geschäftsführer vom IQH, Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene, und wir prüfen Baustoffe und Innenraumluft. Der Gesundheitsschutz hat einen neuen Stellenwert. Neben dem Brandschutz, Wärmeschutz, auch Schallschutz und der Planung und Statik hat es einen neuen Stellenwert bekommen und verankert sich immer mehr in den Ausschreibungstexturen. Deswegen aufmerksam die Vortexte lesen, weil hier zum Teil wichtige Richtwertbestimmungen drinstehen. Sie können das auch alles nochmal etwa nachlesen in Holz und Raumluft, das wir zusammen mit Holzbau Deutschland entwickelt haben, die Homepage. Unten ist die Adresse dafür. Da gehen wir auch nochmal auf diese brisanten Themen heute ein, vor allem im Bereich Schulbau und Kindertagesstättenbau. Ja, wir sind, wie gesagt, befassen uns mit der Materialqualität, vor allem im VOC-Bereich. Und wie können die Materialien, aber auch die Normluft, die Zielwerte einhalten? Die MVVTB ist die Musterverwaltungsvorschrift und technische Bestimmung und maßgeblich für alle Landesbauordnungen zuständig. Und deswegen ist diese Verordnung in der Landesbauordnung natürlich eine Art Pflicht für den Bauherrn und für den Architekten, den Planern oder das Holzbauunternehmen. Die Materialien werden geprüft nach der neuen DIN EN 16516 und ist ab letztem Jahr auch für Formaldehyd zum Beispiel verpflichtend. Und wir prüfen im Anschluss, wenn wir diese Materialinformationen gesammelt haben für größere Projekte, für zum Beispiel die Stadt Berlin, die ganzen Holzbau-Kitas, die da momentan gebaut werden, die Bauprodukte und ob die Zulassungen hinterlegt sind von den Bauprodukten. Dann ist unser Hauptaufgabengebiet ist aber die Innenraumluftmessung im Bestand, aber auch im Neubau, bei Zulassung und bei den Endabnahmen. Dazu ist wichtig zu wissen, dass die DIN EN 1552 fürs Raumklima, die europäische Norm, dass hier diese Raumklima-Normwerte natürlich eingehalten werden müssen. Das wird leider nicht so oft gemacht und deswegen möchte ich da auch nochmal später auf einer anderen Folie näher darauf eingehen. Die Innenraumluftmessung ist nach der DIN EN 16000 geregelt und die Zielwerte sind da definiert in der UBA und in den UBA-Schriften. Die sind dann immer aktualisiert, auch auf der UBA-Homepage. Da stehen die Richtwerte drin für die VOCs und die werden ständig geändert. Deswegen macht es keinen Sinn, die vorzustellen im Einzelnen. Die rechtssichere Bauabnahme und die normgerechte Raumluftmessung ist daher definiert und wird bei vielen Bauprojekten immer mehr zum Thema. Dazu auch gleich die Planungssicherheit, also was ich vorhin schon angemerkt habe, die Bauprodukte zu prüfen, wenn Sie sie bestellen, haben Sie eine aktuelle VOC-Prüfung hinter sich und haben Sie einen Check hinter sich, dann kommt die Bauproduktequalität noch ins Spiel. Das heißt, wir prüfen auch gemäß den Sicherheitsdatenblättern und den technischen Merkblättern, ob verbotene Inhaltsstoffe verwendet wurden in dem einen oder anderen Baustoff und ob man die emissionsarme Produktauswahl noch etwas verbessern könnte. Also das heißt, Ersatzbaustoffe vorzuschlagen, wo doch sehr niedrige Zielwerte im LV vorgegeben wurden. Dann ist die Raumluftqualität aber wirklich genau zu prüfen. Sie können sich vorstellen, dass in einem Bauproduktezertifikat im Labor einheitliche Raumklimawerte vorherrschen, was in der Raumluft natürlich nicht immer gewährleistet ist. Und deswegen kann man bei extremen Wetter- oder Gebäudebedingungen auch keine wirklich aussagekräftige VOC-Messung machen. Da gehe ich aber noch drauf ein.
Es geht ja letztendlich dann bei Reklamation eher um die Gerüche als um VOCs, weil VOCs kann kein Laie wirklich definieren. Höchstens er ist ausgebildeter Geruchsprüfer. Aber in der Regel geht es bei Baustress, bei Konflikten eher um Gerüchen. Und dazu gibt es auch ein Werk, das kann man auch nachschlagen im Internet, die Bauprodukte Schadstoff und Gerüche vom Umweltbundesamt herausgegeben. Und da werden die Produkte, die etwas anfälliger sind mit hohen VOC-Abgaben definiert und es werden auch die Emissionen näher beschrieben. Um Planungssicherheit zu bekommen, empfiehlt es sich, da auf der Holz- und Raumluft zu informieren. Und hier ist zum Beispiel ein Best-Practice-Beispiel eines deutschen Holzmodulbauherstellers für eine Kindertagesstätte, wo wir also sehr, sehr niedrige, weit unter den Zielwerten aus dem LV messen konnten. Sie sehen auch die Beschattung, das ist ein ganz wichtiges Detail, damit VOCs nicht über Gebühr auffallen, ist eine Beschattung immer sehr wichtig während der Messung. Das wird leider auch zu oft vergessen. Hier sind die Baustoffprüfbedingungen, die Sie dann auch als Zertifikat kennen. Blaue Engel, Nature Plus, Ecolabor etc. Arbeiten alle nach den oder prüfen alle nach dem gleichen Prüfschema. Und das neue 16.5.16 ist dabei einzuhalten. Sie müssen sich nur vorstellen, diese einheitlichen Prüfbedingungen, wie sie unten auch beschrieben sind, circa 20 Grad Celsius, 50% Raumluftfeuchte, und dann eine Abklingzeit und aber eine sehr hohe Belüftung. Das heißt, die Beladungszahl in dem Prüfraum ist eine andere wie in einem reinen Holzgebäude, wie ich jetzt gerade in einem sitze, wo komplett aus Holz gebaut ist. Und Sie haben eine Luftwechselrate von 0,5. Das haben Sie im Prüfbereich so gut wie nie. Und deswegen können natürlich auch Baustoffe auffallen, obwohl sie im Prüfzertifikat alle Zielwerte erreicht haben. Für die Einzelbaustoffe gibt es, wie links oben, Holz- und Holzwerkstoffe, gibt es mittlerweile sehr viele Prüfzertifikate. Für Gemische wie jetzt die Lacke, Kleber etc. Gibt es noch nicht so viel allgemein zulässige Prüfverfahren, sondern eher die EC1-Norm, also europäische Norm für Kleber und Lacke etc. Für Erzeugnisse wie jetzt Parkett, Fenster oder ganze Modulbauweisen liegen momentan noch keine solche Prüfraumergebnisse vor in der Regel und deswegen sind wir auch zuständig für Prüfung an Bauteilen. Ja, Sie sehen hier den Unterschied mal bei einer Prüfung, wo wir also das Interesse hatten, zu schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt den Luftwechselzahl in der Prüfkammer verändere. Ich habe einmal eine sehr hohe links oben mit 0,5er Luftwechselrate und ich habe einmal eine niedrigere, ähnlich wie in einem normal genutzten Innenraum mit von 0,1. Und dann sehen Sie, wie die einzelnen VOCs jetzt in der Stoffgruppenspalte zu sehen, mit Belüftung ausfallen von der Zahl her und Sie sehen bei reduzierter Belüftung, wie dann auf einmal die VOC-Zahlen hochgehen. Also deswegen ist die Belüftung vor allem vor den Messungen und schon 2 Wochen vor Prüftermin extrem wichtig, weil sich da das Holz sehr gut und die Holzelemente sehr gut ablüften können. Ja, und es müsste immer auch ein aktuelles Prüfzeugnis verwendet werden, um die Verlässlichkeit von einem Label dann auch tatsächlich nachprüfen zu können. Aber dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie wichtig die Be- und Entlüftung ist nach einer Sanierung von einem Gebäudebestand oder bei einem Neubau, wie stark der Prüfingenieur hier aufpassen muss, dass er nicht falsch positive Werte ermittelt. Holz ist meist nicht das, nach unserer Erfahrung, das VOC-Problem, wenn wir zu hohe zu hohe VOC-Werte bekommen oder Zielwertüberschreitung, sondern meistens sind es eher Möbel,
Tapeten, Anstriche, Holzschutzmittel so im Bestandbereich, im Neubaubereich sind es eher nicht funktionierende Lüftungsanlagen oder Putz- und Reinigungsmittel, die kurz vor der Messung noch verwendet wurden bei der Baustellenendreinigung. Tabak kann eine große Rolle spielen oder auch von der Gala verwendete Planierrauben oder Fahrzeuge außen während der Fertigstellung des Außenbereichs. Duftstoffe spielen eine große Rolle. Der Messtechniker darf keine Parfüme an sich haben, Rasierwasser etc., weil das die Prüfröhrchen beeinflussen kann. Beim vielen Lüften muss man aufpassen, dass Autoabgase unten zu sehen nicht so stark vermischt werden können mit den Innenräumen, weil dann bestimmte VOCs auch nach oben steigen können. Wir hatten schon Fälle, wo praktisch Tiefgaragen die Ansaugung von der Lüftungsanlage neben Tiefgaragen war. Und dann waren die bestimmten VOC-Werte natürlich auch sehr hoch. Also zeigt einfach, dass hier neben Schauplätze wie jetzt Reiniger sehr gut beachtet werden müssen. Also es darf bei einem Neubau und Endabnahme für die Bauabnahme zum Beispiel nicht mit chemischen Reinigern 2 Wochen vor der Raumluftmessung gereinigt werden. Man sieht ja auch nochmal schön, wie sich die Bauteile zum Beispiel beim Holzrahmenbau entlüften können. Deswegen ist auch das Außenwetter sehr wichtig zu beachten. Und großer Winddruck kann auch, wenn es ein Sturm besteht, würden wir während der Messung würden wir auch nicht messen. Also hier sind diese Hohlräume auch zu beachten, dass die sehr gut be- und entlüftet werden, bevor das dann zu einer Endmessung, also Bauabnahmemessung kommt. Hier die luftdichte Bauweise erklärt vielleicht nochmal, warum das passieren kann, dass auch mal Werte, die Zielwerte überschreiten. Wenn nämlich das Gebäude sehr gut gebaut ist, sehr luftdicht gebaut ist, dann kumulieren einfach die Faktoren, jetzt in dem Fall im Bestand wären es die Nutzer, jetzt im Neubaubereich wäre das eine schlechte Be- und Entlüftung vor der Prüfung. Deswegen sagt der Staat und hier vertreten das Umweltbundesamt, diese Werte sollen eingehalten werden. Sie sehen hier in der zweiten Spalte diese Angaben von 0,3 Milligramm, das sind 300 Mikrogramm, die werden als unbedenklich eingestuft und jetzt im Holzbau ist es natürlich nur dann möglich, wenn ich alle Sicherheitsfaktoren berücksichtigt habe. Im Stahlbeton und Metallbau ist es natürlich weniger kritisch, weil die gar keine Emissionen haben. Der Baustoff an sich ist als alkalischer oder metallischer Baustoff emissionsfrei, weil er keine organischen Verbindungen hat. Beim Holzbau liegen wir in der Regel zwischen 0,3 und 1 Milligramm und mit der richtigen Lüftungseinstellung und wenn wir die Räume vorbereiten, liegen wir zum Teil sogar unter 100 Mikrogramm, das heißt unter 0,1 Milligramm. Und das können wir dann auch belegen über einige Referenzprojekte, wo die Zusammenarbeit mit den Bauleitern und den Holzbauunternehmen sehr hervorragend geklappt hat. Und dann stimmen auch unsere prognostizierten Werte. Wir haben noch Einzelstoffrichtwerte. Wir haben gerade eben über die Summenrichtwerte gesprochen. Und dann gibt es noch ungefähr 30 Einzelstoffrichtwerte. Und die müssen wir auch berücksichtigen. Das ist einmal der Richtwert 1. Und der Bereich zwischen Richtwert 1 und Richtwert 2. Und ab Richtwert 2 fängt der Gefahrenbereich an. Aber da finden eigentlich kaum solche Messungen statt, wo der rote Bereich erreicht wurde, sondern wir liegen in der Regel im grünen Bereich. Und weil eben das Bauwerk noch nicht richtig abgelüftet oder die Emissionen noch nicht richtig die Ausgleichskonzentration erreicht haben, die Bauteile, sind wir manchmal auch im gelben Bereich. Und deswegen, wenn wir haben jetzt ein Forschungsprojekt mit dem Professor Dederich
am Bodensee mit Wohnprojekt. Und da geben wir aber die Zielwerte kleiner Richtwert 2 vor. Ja, also kleiner Richtwert 1 ist schon sehr sportlich und das ist im normalen Holzbau eigentlich ein Zielwert, der nicht so streng definiert werden sollte im Vertrag. Deswegen appellieren wir auch immer an die Planer und die Städte, Gemeinden, dass sie nicht den Richtwert 1 als Zielwert nehmen, sondern den Richtwert 2, weil der auch auf wissenschaftlicher Ebene viel mehr Logik verbirgt. Ja, man sieht hier schön, wenn jetzt CO2 ansteigt, das heißt, CO2 ist unser Lüftungs Anzeiger, unser Lüftungs Indiz. Wenn jetzt CO2 hochgeht, dann wissen wir, TVOC gehen hoch, also die Summe aller VOCs. Und das hängt dann sehr stark mit der Lüftung an. Man sieht es hier, wenn wir simulieren. Wir haben so eine Excel-Datei, die ist eigentlich mit der Realität sehr schön verglichen werden kann. Und wir liegen dann bei der normativen Lüftungszahl, sag mal, eine Unterrichtsstunde, 45 Minuten, dann sind wir bei allen, das sieht man hier unten in der Kurve, unterhalb der Zielwerte. Und bei 30 Personen können Sie sich vorstellen, ist der CO2-Wert sehr schnell überschritten, der in der Regel so bei 1000 ppm angesetzt ist. Und da wissen wir, wenn nicht richtig gelüftet wird und es sind auch noch Nutzer im Raum, wie jetzt Schüler, 20 Schüler, dann gehen aber auch parallel die TVOCs hoch. Und deswegen sind die Auftraggeber eigentlich immer sehr, ja, sehr gut bereit, dass man die Lüftungszahlen erhöhen. Und wir geben dann auch Lüftungsvorgaben an das Personal, an Lehrer, an die Mitarbeiter in der Schule, in der Kita, dass die Lüftungszahlen übernehmen oder die Lüftungsanlage wird dementsprechend eben eingestellt, dass es mit Nutzer im Raum auch tatsächlich funktioniert, weil das ist nochmal ein Problem der Lüftungsanlagen, vor allem bei Einzellüfter. Da haben wir schon festgestellt, dass manche das nicht schaffen und deswegen muss eine händische Lüftung mit vorgegeben werden in Unterrichtssälen, in Kindertagesstätten. Ja, und wir haben das dann getestet mal in einer großen Schule in München, dass man mit verschiedenen, Sie sehen jetzt mal so kleinere Einzellüfteranlagen oder dann schon größere oder die Maximalausstattung und haben dann mit diesen Anlagen auch dementsprechend auf Standardwert eingestellt, der Luftwechselzahl, auch die VOC-Messung gemacht. Und in diesem Projekt war das auch so, dass die Stadt München den Erbauer verklagt hat, dass die Zielwerte nicht erreicht werden können. Und wir haben gestern Bescheid bekommen, dass die Klage abgewiesen wurde, weil die Stadt München auch in diesem großen Schulkomplex auf Lüftungsanlagen in der Ausschreibung verzichtet hat. Und wir konnten dann durchsetzen, dass Lüftungsanlagen nachgerüstet werden. Und zwar die links oben, das Fabrikat kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, aber dass die dann nachgerüstet wurden und damit dann alle Zielwerte in diesem Raum erreicht werden können. Es zeigt halt schön, dass wir anhand der Praxisforschung auch gleich diesen Streitfall zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer lösen konnten und gleichzeitig beweisen konnten, dass es wichtig ist, die Partikel zu messen. Sie sehen hier unten ein Partikelmessgerät. Es muss natürlich auch peinlich sauber gemacht werden, dass nicht Restbaustäube die Messwerte verfälschen. Und der CO2-Messgerät zeigt uns am Schülerarbeitsplatz natürlich sehr schön, ob die Geräte auch tatsächlich bis in den Raum hinein, bis auf 1 Meter Bodenhöhe funktionieren, dass der Luftwechsel und der Luftaustausch tatsächlich stattfindet. Natürlich noch andere Klimaparameter müssen stimmen, Luftfeuchte muss stimmen, Temperatur muss stimmen, um dann mit diesen aufwendigen Messgeräten dann die Raumluft normgerecht
akkreditiert im Messlabor dann durchprüfen zu können. Sie sehen hier den Hörsaal in München. Da hatten wir dieses Prozedere durchgeführt. Im Bereich des DGNB-Verfahrens wurde der Hörsaal in München dann gemessen. Wir haben die ganzen Vorsichtsmaßnahmen mit Lüftung, mit Luftreinigung und mit Luftwechseldokumentation vor der Messung durchgeführt und kam dann auf circa 80 Mikrogramm. Das sind 0,08 Milligramm und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert für das, dass hier alles in Holz gebaut worden, alle Holzflächen sichtbar, also nicht verkapselt wurde. Und da waren wir es doch sehr froh, dass wir sehr guten Wert erreicht haben. Auch hier eine Schule, wo der Zielwert auch in der Ausschreibung von uns vorgegeben wurde und wir mit 100 und 400 Mikrogramm einen sehr guten Wert erreicht haben und die Freigabe der Räume dadurch natürlich dokumentiert werden konnte. Hier sieht man nochmal im Holzbau die Relevanz der Beschichtung. Also wenn wir jetzt den Holzbau im Rohbau, das ist so ein Prüfgebäude, wo wir damals errichtet wurde durch unsere Vorgaben, das Brettsperrholzgebäude, massiv. Also dann gemessen, Sie sehen oben die 2131 TVC direkt nach Rohbau. Fertigstellung, das ist natürlich kein repräsentativer Wert, sondern das hat uns nur interessiert, was passiert denn, wenn ich jetzt gleich nach der Aufstellung messe. Und dann haben wir innen mit verschiedenen Produkten beschichtet und haben im Prinzip mit Kalk- und Lehmbauplatten eine sehr starke Reduzierung der Emissionen aus dem Brettsperrholzbau nachweisen können und es war ein Reduzierungsmaß von circa 80% durch Kalk- und Lehmoberflächen. Hier haben wir mit der FH Biel Oberflächenbeschichtung gemacht in der Studie auf OSB, was dann schön gezeigt hat, welche Beschichtungen, auf die kann ich jetzt heute nicht so eingehen, aber wer Interesse hat, dem kann ich die Studie schicken, mit welchen Beschichtungsarten ich welche Reduzierungsmaße bei bestimmten VOCs erreichen kann. Also es ging dann immer um die Bauweise und dann anschließende Beschichtung mit Gipsplatten, Gipsfaserplatten oder dann noch Beschichtung mit Kalk, Silikatprodukten oder Kunstharzanstrichen. Die Studie war sehr interessant und gibt uns neue Informationen für die optimale Ausstattung der Oberflächen in Innenräumen. Hier ist eine Studie von Professor Meyer von der FH Biel, die auch schön zeigt, dass die Temperaturen sehr wohl dafür verantwortlich sind, dass die VOCs ansteigen wieder über die Zielwerte hinausschießen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gutachter einfach nicht die 24 Grad Celsius einhält, sondern bei 30 Grad oder so misst, da sieht man sehr schön, dass dann auch die VOCs natürlich sehr stark mit ansteigen. Und hier sieht man, wie die Lüftungsmaßnahmen vor der Messung. Sie sehen hier, vor der Messung wurden bei dem ersten Graphen keine außergewöhnliche Luftwechselzahl durchgeführt. Es wurde auch nicht temperiert. Das heißt, die Baustoffe konnten nicht ausdiffundieren. Und wir haben dann am Ende, der rote Punkt, haben wir dann eine sehr hohe TVOC-Zahl, die so hätte nicht sein müssen. Macht man den Lüftungsprozess vor der Messung ordentlich, dann sieht man, wie die VOCs, die TVOCs dann letztendlich in einen viel geringeren Wert enden und wir können das Gebäude freigeben. Ja, und ich möchte noch darauf hinweisen, wir hatten es ja, Entschuldigung, wir hatten es ja vorher über die VOCs, die dann als Richtwert im Bauvertrag drinstehen, aber wir sehen halt immer mehr, dass hier die Gerüche das Problem sind. Und das ist auch bei OSB im Prinzip eigentlich die Kiefer, die aber laut den Forschungsberichten vom Dr. Ohlmeier und anderen Forschungsinstituten
nach vielen Forschungsreihen keine Gesundheitsgefahr durch diese Terpene herausfinden konnten. Und deswegen halten wir diesen Hype um diese Gerüche und die Terpene für nicht wissenschaftlich, für nicht gerechtfertigt. Wer da Interesse hat, kann sich da auch bei uns noch informieren oder auch auf der Holz- und Raumluft-Homepage. Also eine sehr interessante Forschung, die auch hinsichtlich der Zell- und Lungenzellforschung und Tierforschung nachweisen konnte, dass bei 1000- und 10.000-fach erhöhten Terpenwerten keine Zellveränderungen, keine negativen festgestellt werden konnten. Ja, und zurzeit mit der TU München, Stefan Winter Lehrstuhl, arbeiten wir an einem Projekt mit circa 12 verschiedenen Bauprojekten in Holz mit einem Massivbaugebäude vergleichend. Da sind wir zuständig für die Klima- und VOC-Messung und wir sind sehr gespannt, was bei den einzelnen Bautypen, jedes Gebäude wird unterschiedlich gebaut und wird dokumentiert und wird über mehrere Jahre dann gemessen, wie sich das Raumklima auswirkt, ob die Normwerte eingehalten werden können, bezüglich auch Feuchte, weil wir momentan ein sehr großes Problem haben mit Lufttrockenheit bei RLT-Anlagen. Und die Lufttrockenheit ist ja bekannterweise auch das Sprungbrett für bestimmte Bakterien- und Virenarten. Und deswegen wird das Projekt, denke ich, eine sehr spannende Geschichte, wie sich dann die Materialien auswirken auf das Raumklima, aber auch auf die VOC. Hier noch ein Projekt mit Swisscono zusammen, sehr spannend. Da haben wir auch erstmal gemessen, was passiert im Rohbau. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einer normgerechten Messung. Und was passiert, wenn ich dann mit Kalkputz die Oberflächen in Magnumboard oder OSB-Ausführung, Holzrahmenbau, wenn ich dann messe. Wir haben also signifikant feststellen können, dass sich die ganzen VOCs sehr stark reduzieren lassen. Auch hier wieder ein Beweis dafür, dass die Innenausstattung natürlich noch einen großen Anteil hat an Geruch und an VOC-Messwerten. Ja, zum Schluss die Empfehlung, schauen Sie die LVs genau durch. Es stehen immer öfter zum baulichen Gesundheitsschutz wichtige Zielwerte drin. Also auch was Materialien anbelangt, was darf noch verwendet werden. Ich empfehle da hier, wenn keine Prüfzertifikate vorliegen, nach 16.5.16 zumindest mal E1 Plus zu nehmen und nicht mehr nur E1 und auch EC1 Plus Produkte. Und ansonsten die Prüflabel von Blauer Engel, Nature Plus etc. Als Mindestanforderung mal anzufordern. Dann die Innenraumluftrichtwerte, die Zielwerte beachten. Ich habe Ihnen hier ein paar Kürzel gegeben, die stehen da einfach so drin. Der Laie, der kann das nicht auseinanderhalten. Und deswegen finden wir das wichtig, dass hier auch nochmal ein Hinweis gegeben wird. Dann das Raumklima vom Messtermin muss beachtet werden und muss mit Bauleiter abgesprochen werden, dass vor allem auch während der Messung nicht Handwerker noch irgendwelche Lösemittel verarbeiten etc. und dass keine Abfälle rumliegen etc., die auch die Messung verfälschen. Ja, und die Zielwerte, da ist unser Ziel natürlich, dass wir die LVs mit anderen Zielwerten ausstatten können. Und da haben wir schon sehr oft es geschafft, dass die Gemeinden unsere Zielwertvorgaben übernommen haben. Und dann ist für den Holzbau natürlich auch viel einfacher, das zu bestehen. Und die Raumluftmessung VOC muss normgerecht mit Luftwechselraden, die standardisiert sind, durchgeführt werden und die ganzen Nebenbedingungen müssen natürlich berücksichtigt werden. Ja, ich bedanke mich für Interesse. Es konnte leider nur ein sehr kurzer Einstieg sein, aber denken Sie immer dran, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Orange während der Messung schälen würden, dann würden die Werte extrem abhauen und Sie hätten keine Zulassung mehr für diesen Raum, nur wegen der Orange. Und wenn Sie sich da weiter informieren wollen, dann können Sie sich auf der Holz- und Raumluft weitere Infos holen. Vielen Dank für Ihr Interesse.